Moin Leute, ihr habt euch gewünscht, dass ich einen YouTube-Account starte, also habe ich das einfach mal gemacht und schauen wir mal, was hier so alles bei rumkommt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist dieser Typ und was labert er, schaut euch am besten mal an, was ich sonst so mache. Das verlinke ich euch hier unten. Feed Me Daily bei Instagram oder Musical.ly bzw. TikTok heißt das ja jetzt. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, was ich so mache. Heute zeige ich euch, wie wir ein Wassermelonensorbet machen. Und wer rausfinden will, wie wir das innerhalb von 10 Minuten machen, der sollte das Video lieber ganz bis zum Ende schauen. Also, als erstes holt ihr euch eine Wassermelone und schneidet da erstmal das ganze weiße Zeug ab. Einmal so. Und bei dem zweiten. So, diese wiederum schneidet ihr einfach erstmal ein bisschen kleiner. Als nächstes packen wir dann die ganzen Wassermelonenstücke in ein hohes Gefäß, ungefähr so. Das reicht erstmal. So, dann holt ihr euch einfach einen Pürierstab und püriert das Ganze erstmal. Sollte nicht so schwer sein, ist ja eine Wassermelone. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr Wassermelone dazugeben. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen. Zack, bis das Ding ordentlich voll ist. Upsala, okay, das war vielleicht etwas zu voll, sorry. Okay, ich sehe ein, ich muss etwas ändern. Dann, wenn ihr zu viel reingemacht habt, so wie ich, kippt ihr einfach einen kleinen Schwung wieder ab und püriert den Rest nochmal richtig durch. So, wenn es schön durchpüriert ist, macht ihr wahrscheinlich erstmal sauber, so wie ich. Zack, 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 zack. Okay. Bin wieder am Start. So, dann habt ihr jetzt hier eure Wassermelonensoße, sag ich mal. Da packt ihr jetzt noch einen Schuss Limettensaft rein. Ungefähr, ja, einfach 3 Esslöffel voll, wenn ihr es genau nehmen wollt. Zu guter Letzt, damit das Ganze auch noch schmeckt, hole ich mal hier kurz einen Löffel raus. So, zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch einen Löffel Puderzucker. Ungefähr so viel. Einfach einen schönen gehäuften Esslöffel Puderzucker. Und das auch noch mit verrühren. So. Nun braucht ihr 2 Plastiktüten. Eine kleine und eine große. Die kleine, die sollte am besten verschließbar sein. Da packt ihr erstmal eure Mischung rein. Alles schön reiner. So. Das macht ihr jetzt zu, am besten ein bisschen luftdicht. So luftdicht wie... Scheiße. Guckt mal einmal auf die Kamera, dieses YouTube-Game, ne? Ist nicht einfach. Schon alles eingesaut. Okay, auf jeden Fall gut verschließen. Mal gucken, hoffentlich ist das jetzt noch gut verschlossen. Ne, meins ist gar nicht verschlossen. Gut, dann... Macht ihr am besten diese Fehler nicht, deswegen mache ich sie ja schon mal für euch. So. Das macht ihr jetzt möglichst luftig zu. Einfach ein bisschen drücken. Ja. Kann man nochmal ein bisschen Luft rauslassen. So. So, habt ihr schon mal euer Wassermelonenmischung hier. Nun holt ihr euch die größere Plastiktüte und da kommt das Sorbet rein. Das Wassermelonenwasser. Ungefähr so. Okay, zu dem Sorbet in der Tüte haut ihr nun haufenweise Eiswürfel. Schön ordentlich rein da. Die andere Seite auch. Ist ja schön alles voll mit Eiswürfeln. Und jetzt holt ihr euch noch ein bisschen ganz normales Jodsalz.
könnt ihr hier einfach ganz normal kaufen. Und gibt da ordentlich von rein. Also, wenn ich sage ordentlich, dann seht ihr ja, nochmal auf der anderen Seite ein bisschen, dass beide Seiten was abbekommen. So, jetzt macht ihr das am besten einmal zu. Verschließt das irgendwie, dass die Eiswürfel jetzt nicht rausfallen. Dann holt ihr euch so ein Küchenhandtuch, packt das da rein, wickelt das ein und jetzt geht's los. Ihr müsst es schütteln, 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 schütteln. Okay, sehr gut. So, jetzt wo wir genug geschüttelt haben, packen wir das ganze Ding mal aus, gucken. Ja, das könnte schon was geworden sein. So, Handtuch mal zur Seite. Mal gucken, ob das gereicht hat. Das sieht schon nicht verkehrt aus. Dann wollen wir doch mal schauen. Holt euch mal wieder euren Löffel zur Seite hervor. So, dann packt ihr das hier mal hin und guckt euch mal dieses Sorbet an. 1A, so sollte das aussehen. Genau richtig, das freut mich. Hat perfekt funktioniert. Perfekte Konsistenz. Also Leute, jetzt müsst ihr nur noch mal probieren. So sieht's aus. So könnt ihr in 10 Minuten für euch oder eure Freunde ein Sorbet machen. Das geht tatsächlich auch mit anderen Früchten. Habe ich aber jetzt bisher nur mit Wassermelone ausprobiert. Müssen wir mal schauen, was da noch geht. So Leute, das war die erste YouTube-Session mit Leon. Wie hat es euch gefallen? Feedback, Meinung, Kritik, schreibt mir alles hier rein. Wenn ihr eine Idee habt, was ihr gerne sehen wollt, was ich mal kochen soll, was ihr interessant finden würdet, schreibt mir alles hier in die Kommentare oder bei Instagram oder auf Facebook, wo auch immer ihr wollt. Hauptsache, ihr lasst mich wissen, wie ihr das fandet und was ihr gerne sehen würdet. Bis zum nächsten Mal.